Und damit herzlich willkommen zu einem neuen LP und ich will mal was anderes machen. Den Editor, da habe ich mal wieder die Gold-Digging-Map erstellt. Dann lade sie mal. Ich habe schon mal angefangen. Ich muss hier mal ein bisschen raus scrollen. Wird auch verlinkt, mein damaliges Gold-Digging. Aber wie hoch war ich? In 1 Million? Ist ja die Frage, wie hoch man das jetzt ziehen könnte. Und ich baue das mal wieder. Es ist halt hier nicht so sehr vieles neu. Man kann hier bei den man kann eine Zufallskarte machen, wo hier schauen, wie hier schon steht. Land, Wasser und Ressourcen schon mal drauf sind, ist ganz nett. Ja. Ich habe mir jetzt hier eine Karte gemacht, aber eigentlich sollte die Karte Nacht darstellen. Das hat aber jetzt geändert. Menü. Nacht fand ich cool, was man hier auswählen konnte. Das sah geil aus. Dann halt nicht. Gehen wir wieder auf Spieler. So, den haben wir natürlich wieder eingezäunt, denn wir brauchen ein. Okay, ist halt die Frage. Es gibt eine Karte, wo quasi ein Dorfzentrum Gaia ist. Aber das kann man ja dann einnehmen, das bringt einem nichts. Aber es gibt halt diesen Marktplatz-Karte, der bleibt Gaia, der Marktplatz. Und man kann ja halt die ganze Zeit, auch wenn man keinem Team hat, halt mit dem Marktplatz da Deals machen. Genau, so, ich bin hier auf der anderen Seite. Ja, danke, ich hätte gerne wieder die Karte. Und hier passiert dann wieder der gewisse Clou mit den Mackkarren. Und ja, das kann man jetzt wie bekloppt hier ballern. Ich zeig mal hier busy was, aber rein theoretisch ist es ja eigentlich selbsterklärend. Ich benötige erst einmal wieder einen Wall. Der sieht mal anders aus. Der sieht mal anders aus. Okay. Ja, ich habe immer 3 gemacht. So ein frei, dann gezogen. Hui! Hui! Noch ein Stück. Okay. Achso, stimmt, der fehlt ja. Da bin ich ja gerade am. Ja. Wo ist denn der andere? Befestigter Wall, ja. P. Nennen die sich doch Palisadenwall. P. Da ist er, genau. Und auch wieder. Hui! Schneller. So, dann. Zack. So, jetzt könnte man ja rein theoretisch von Spieler 2 M. Was passiert, wenn ich M drücke? Ne, er macht da. Mary Edede. Auch so. Wenn ich jetzt nochmal M drücke, müsste er. Genau. Wunderbar. So. So. Dann wieder 3. Dann wieder 3. 3. Ich könnte noch meine Notizen. Ah, ne, das ist ja für den Podcast. Es gibt noch einen Podcast zu Age of Empires 2 HD, den ich noch erstellen müsste. Wo ich über meine Tabelle quatsche. Über Informationen zu Age of Empires. Einmal habe ich die KI ein bisschen beobachtet, wie die sich so verhält. Ich habe Völker getestet und geguckt, was für ein Spielstil haben die so, was macht mir Laune, was passt zu meinem Spielstil. Zum Beispiel, wer hat die beste Burg, da bin ich immer noch dran, das herauszufinden, wenn ihr es wisst. Es gibt hier in YouTube eine schöne Kommentarfunktion, da antworte ich sehr gerne drauf. Genau. Ja, Spielmodi habe ich noch geguckt, ich habe mir Karten angeguckt. Ja, und jetzt bin ich halt auch so ein bisschen am Errungenschaften farmen. Ja. Ich würde aber sagen, wir machen hier keine Marktkarren, denn die müssen wir schon selbst bauen. Aber dann bräuchte ich ja auch Holz. Naja, kann ja alles in Gold umtauschen. So ein bisschen Holz hier noch hinmachen. Pff, ey. Die Karte ist, glaube ich, größer als in der HD-Version. So. So. Ja, man könnte, ich weiß nicht, ob 3 jetzt wirklich der Sweet Spot ist, aber am Ende ist es halt einmal Platz mehr, der mehr produziert. Am Ende ist es nur noch eine Frage der Zeit, wann man die gewisse Ressourcen erreicht hat. Okay. Ja, wir sehen hier schöne Kacheln. Ich sehe alles nur noch in Kacheln. Ich denke, das reicht aus. Ja, man will ja vielleicht noch ein bisschen was bauen. Das macht Sinn. Meine Fresse. Ah, da fällt mir noch was ein, über was man quatschen könnte. Ich suche. Ach so, das ist ja mein
Mein Ball. Befestigter Palisadenball fand ich schick. Befestigter. Wo ist er denn? Brücken. Wie sieht denn das aus? Also. Ich krieg gerade ein leichtes Hüngerchen. So. Ne, da würde ich einen ganz anderen Ball hinmachen, aber gib mir mal den erstmal her. Hui, 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 dann weiß ich, wie viel ich zu tun habe. Tja, das Dumme ist nur, ich muss ja dann so, genau. Ne, das geht so leider nicht. Ich muss immer von einer Seite beginnen und dann runterziehen. So. Könnte natürlich jetzt sowas wie einen Zeitraffer einbauen. Sieht bestimmt ganz lustig aus, aber ohne eine witzige Musik ist das ja auch blöd. Das sieht gerade nicht so aus, als ob ich hier identisch wäre. Das sieht kleiner aus oder ist das gleich groß? Es sieht tatsächlich gleich groß aus. So, so leicht optisch blöd. Ich wollte noch was anderes quatschen. Also Leute, die jetzt sowas ja, hier aufzeichnen, wie ein Let's Play oder so. Das hatte ich ja schon vor Jahren vor, dass man quasi... den Ton des Spiels muss man ja hören, aber man möchte vielleicht auch Musik hören. Und wenn das Musik ist, die GEMA-Kacken geschützt ist, ja, dann ja, kann man das ja schlecht usen. Und jetzt irgendwie zu gucken, welcher Künstler hat denn hier GEMA-kackenfreie Musik und A und I und du, ist ja auch scheiße. Darum müsste man eigentlich eine Art Audio-Interface basteln, wo man halt quasi verschiedene Inputs hat und verschiedene Outputs. Ja. Und dass das halt quasi alles dann auf einen Out, auf einen Kopfhörer geht. Dann natürlich mit dem Mischpult, dass man nicht Alt-Tab machen muss, dass man quasi die Lautstärke individuell von beiden Inputs einstellen kann. Du kannst ja rein theoretisch mit einem, das sollte eigentlich kein Problem sein. Ich war ja auch schon mal Medientechnik, habe ich ein bisschen gearbeitet und man muss ja rein theoretisch nur ein Audio-Interface haben, wo ich quasi einmal an den PC gehe, das ist dann auch gleichzeitig die Steuerung würde ich jetzt nicht nennen, auf jeden Fall schon mal ein Input für Audio, kann ja darüber mitziehen, dann kann man über XLR oder was weiß ich, meistens ist es XLR, kann man dann quasi den nächsten Audiosignal machen und dann hat man da diese Drehregler, diese Potis, also diese runden Drehregler da. Oh, die eine Kerze ist auch schon ausgegangen, ist mir gar nicht aufgefallen. Ist das Wachs leer? Ja, und dann kann man sich das da einstellen. Ist doch tippitoppi. Ja, das ist mir noch aufgefallen. Dann das nächste, ich glaube, das ist der nächste heiße Scheiß auf Spotify. Ich hoffe, die werden das machen. Aber jetzt kommen hier die Themen raus, Leute. Jetzt baller ich richtig. Das fand ich halt höchst interessant. Also, es gibt schon Webseiten, wo ja künstliche Intelligenz Sprache imitieren kann, perfekt. Und auch von, hatte ich auch schon per Instagram Werbung gesehen gehabt. Achso, ich heiße da Crazy Pet auf Instagram. Mit TV oder ohne, weiß ich gerade gar nicht. Ist alles in den Kontaktdaten hier in der Infobox verlinkt. Gehen wir zurück zu der KI Sache und Musik, dass die quasi die Stimmen ändern können. Da hat auch dieser eine, den sehe ich immer bei YouTube Shorts, der so Rap und Hip-Hop macht. Der hat einfach von Drake hat einen Liedtext gemacht, hat dann einer KI gesagt, hier, diesen Text, diese eingesungene von mir, soll bitte jetzt umgewandelt werden zu Drake. Ich zahle dir deine, was weiß ich, $10 oder so im Monatsabo oder irgendwie sowas. Und dann wandeln wir das mal bitte um. Wenn das jetzt quasi Spotify oder was weiß ich, Apple anbietet, dass du quasi sagst, hier, liebe künstliche Intelligenz, ich würde jetzt zum Beispiel, was ist denn interessant? Nehmen wir doch mal Avril Lavigne, die soll jetzt aber Linkin Park Musik bitte machen. Und wenn ihr noch einen zweiten Sänger braucht oder Sängerin, boah, wen nimmer denn da? Die bösen Onkels. und das bitte noch auf Deutsch. Genau. Und dann noch auf Spanisch, ja. Geht ja heutzutage, die Tools sind da. Sie müssen nur noch implementiert werden. Holy moly. Ja, irgendwann muss ich mir da auch mal ein bisschen gucken, was man da so machen kann. Es ist schon echt höchst interessant, was da so alles geht, ey. Ja. Sagen wir mal hier unten ein bisschen weiter. Also ganz ehrlich, wenn das ist schon der next big harte shit thing oder wie man es auch immer nennen mag. Ja, so. La 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 la.
Überlegt euch das mal. Das wäre so geil. Oder auch endlich mal von, das wollte ich auch immer haben, vor 10 oder vor 15 Jahren, dass du quasi sagen kannst, hier, schneid mir mal die Stimme aus dem Song raus. Ich will ja, die Akustik haben und vielleicht selber drüber singen. So war es ja auch bei CDs früher gewesen, dass quasi das Hauptlied quasi als Akustik drauf war, dass du dann quasi, was ich, CD-Spieler und dann, ja, komm, Mikrofon, Pseudo-Mikrofon, Luftgitarre spielen oder irgendwie sowas. Ja, also, wer das nicht gemacht hat, der ist ein dummer Leugner, ey. Ja, also auf jeden Fall Luftgitarre, ey, oder irgendwas in der Richtung, oder Dancen oder Hüpfen, machen selbst Kinder. Ja. Also, wir können uns bei künstlicher Intelligenz auf was gefasst machen und da habe ich jetzt auch ein interessantes Video gesehen auf YouTube. Ey, muss jetzt nicht rausgesucht werden, ganz ehrlich. Dann sollen sie mich auch pushen. Schenkelklopper, ja. Nee, ich wollte was anderes. Das Windows 11 kriegt immer mehr Implementationen für künstliche Intelligenz, weil damit kann man halt besser arbeiten. Und sie müssen generell ihr Betriebssystem umdeichseln, deshalb wird auch bald Windows 12 rauskommen oder zumindest schon mal eine erste Demo-Vorstellversion 2024, weil Apple ist halt Vorreiter mit ihrer hardcore-krassen CPU, mit ihren M1, M2 und M3. Also dieser Chip hat ja irgendwie diesen Namen Silicon, also ein ARM-Chip, der sehr wenig Strom verbraucht, also sehr effizient ist für geile Leistung. Und in diesem Chip ist halt alles drin. Das ist ein System on a Chip, SoC, falls ihr das schon mal gehört habt. Und da ist halt Arbeitsspeicher und Videospeicher ist halt im einen drauf. Es ist die GPU, es ist die CPU auf diesem einen Chip drauf. Das ist schon brachial, muss man zugeben. Das ist schon ziemlich cool. Ja. So. Da. Also, da soll es auch jetzt schon in Windows 11 geben, dass Paint eine KI-Unterstützung hat. Ja, mach mir mal das und das. Zeichne mir das mal. Das ist krass, das Paint, dieses uralte Programm aus den 90ern, jetzt nur mal so eine Aufwertung kriegt. Ja, klar, Adobe und so hat natürlich damit auch schon angefangen, aber da muss man halt Geld für zahlen. Muss ja auch mal gucken, dass man irgendwo ein bisschen Geld spart. Genau, so. Da. Ups. Würde der das eigentlich auch machen? Das Fahren hier hin und her? Ich weiß es gar nicht mehr. Oder mache ich das nur? Achso, du kannst ja nur. Ich kann ja nur 500 Personen erschaffen. Stimmt. Da war ja was. Da war ja was. Ja, also ich persönlich bin halt auf Windows 11 noch nicht umgestiegen, weil man hat sich an ein Windows gewöhnt. Man war lange auf 7, was sehr gut war. 8 war so meh. Das war in der Anfangszeit scheiße, weil die Startbutton ist weg. Dann Windows 10, ich so, oh, jetzt habe ich mich hier schon und alles, mein Windows 8 oder so läuft und mein Windows 7 läuft noch. Dann war Windows 7 halt nicht mehr verfügbar. Ruhe in Frieden. Dann ist man halt auf Windows 10 gegangen und man hat sich dann so eingestellt, das war sehr gut. Windows 11 hat halt auch seine Vorteile mit den, wie nennt sich's? Oh, Kachelansortierung mit Fensteransortierung. Es das heißt ja auch Windows, damit macht Windows eigentlich zu wenig, dass sie irgendwann mal bisschen mehr die Fenster, sie haben es jetzt mit Windows 11 gemacht, dass die Fensterorientierung besser passt. Es hat ja mit Windows 7 mit dem magnetischen angefangen, aber es hatten ja schon andere Betriebssysteme vorher auch schon gehabt. Ja, es ist schon sehr, sehr lol. Da. Wir haben es sogar fast geschafft hier bei dem ganzen Gequatsche hier. Ich finde es nur interessant, wie Windows 11 halt will, dass ich es installiere. Die Hardware funktioniert dafür, andere Hardware funktioniert dafür nicht. Das ist halt auch ein bisschen, tja, es ist halt ein Geldmove, würde ich sagen, und ein wirtschaftlicher Move. Man muss ja sein Produkt verkaufen, deshalb ältere CPUs werden halt nicht mehr unterstützt, obwohl, naja, von den älteren CPUs, sagen wir mal ab i5, was weiß ich, von vor 10 Jahren, die sollten das locker hinkriegen, bei einem i3 oder irgendwas in der Richtung, na, lieber nett. Ja, dann können die Leute noch aufrüsten. Ey, hast du mal so eine 10 Jahre alte CPU, kannst du gleich neu kaufen, Junge. Ja. Ach so, CPUs, ey, das habe ich gerade getwittert. Als ich das gelesen habe, fand ich ja krass. Also, wir kennen ja, oder zumindest die AMD-Nerds, dass es ja diesen X3D-CPUs gibt. Das hat ja angefangen mit dem 5800 X3D.
Und dieser 3D-Cache, dreimal mehr Cache oder mindestens oder doppelt so viel Cache, der bringt halt in Videospielen enorm viel. Und es ist auch noch stromsparender mit geringerer Taktung der CPU. Und Spieler 1, genau, Spieler 1. Marktplatz brauche ich jetzt also zweimal M drücken. Genau. Ich kann mal speichern, bitte. Danke. Und das stimmt, ich hatte es damals auch mit Schiffen gemacht, dass mir zu viel klicke, da noch was reinzumachen. Kannst ja eine vorne hin machen. Wo war ich stehen geblieben? Die CPU, genau. Und dann kam ja sogar noch ein 5600X3D raus, aber der ist nicht in Europa verfügbar, wenn ich es gelesen habe. Und jetzt wollen sie tatsächlich den 5700X, den 5600X tatsächlich richtig rausbringen. Wie alt ist diese Plattform, der AM4-Sockel? Das ist krass, das ist ein geiler... Scheiße. Das ist ein geiler Move. Scheiße. Das hat sonst keiner gemacht. Ich hab das dann schön getweetet, geixet, das X-Vögelchen losgeschickt. Das war schon... Bin ich mal gespannt. Und was ich jetzt noch so richtig lustig fand, also ich habe hier den 5700X drin. Der hat mich damals gute 200 gekostet. Jetzt ist er für so 170 ist er drin. Und der 5800X3D kostet so 300, gute 300. Und der 5900X ohne 3D ist bei 290, 298 Euro. Das finde ich ja mal gerade richtig geil. Das ist lustig, das muss man schon zugeben. Das ist echt lustig. Was man für eine Leistung einfach noch generell. Aber da muss man jetzt auch mal zu Intel rüber switchen, ja? Die haben, die kriegen so viele Kerne, dass so ein i5 oder i7 für so Bereich 200 bis 350 Euro, da kriegt man auch, da kriegt man echt interessante Preise, auch wenn man sich vielleicht sowas wie eine Art Server zusammenstellen will, ob der Server auch wirklich dann perfekt ist mit ECC und dem Schnicki-Schnacki. Lassen wir mal außen vor. So, wie kann ich denn jetzt Wasser machen? Wasser, ja. Also, ja. Die CPUs, ja. Aber es ist halt auch wieder so lustig, wenn dann irgendwann, kommt schon 24 jetzt schon, ja, dann die 8000er Generation erstmal mit X kommt, Finger weg. Außer man will es jetzt wirklich, aber X3D ist halt einfach so sweet. Vielleicht lassen sie auch gleich weg. Naja, okay, wenn man wirtschaftlich und geldlich betrachtet, bringen sie erstmal die X raus und dann so nach einem Viertel, halben Jahr können sie dann auch die 8000er X3Ds rausbringen. Genau. Gelände. Aha, nein. Ah, okay, hier kann man die Größe machen. Genau, ich brauche... Warte. Wie? Wasser. Blau. 9x9. Ist das wirklich Wasser? Braun. Grün. Aha. Ist ja widerlich. Grün, was gibt's noch? Tiefsee. Aha. Dazu müsste ein sehr starkes Himmelblau sein, genau. 2D-Wasser ohne Küste. Aha. Hauptsache ist die Brücke. Sicher keinen großen Unterschied. Gibt es nochmal Tiefsee? Hatten wir schon gehabt. So, vielleicht ist es gar nicht verbunden. Das kann natürlich auch sein. Tiefsee, Wüste. Achso, das ist kein Wasser mehr. Ach, wie süß. Sieht ja lustig aus. Bleiben wir bei Tiefsee. Jetzt gehen wir mal wieder auf Azur. Weil schön. Oh. Ah, dann habe ich halt hier jetzt mal so ein Schnippi drin. Aber dann muss der Schnippi aber hier unten auch weg sein, sonst fahren die da blöd.
Ach. Es muss nicht perfekt sein. Ja, was kann man da so zur Technik sagen? Ich bin hier immer noch am Quatschen. Also sowas wie ein Zeitraffer wird es hier nicht geben. Tja, dann habt ihr halt meine Stimme. Ich bin halt immer noch am Überlegen, ob ich in den Hintergrund hier ein freies Musikstück von YouTube setzen soll. Würde interessant klingen, aber es ist dann wieder mehr Arbeit, Leute. Tja, ja, ja, tja, ja, ja. Tüdel, tüdel, oh, schon wieder so ein Nippel. Tja, ja, tschakka, 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 tschakka. Farben mal wieder durch, aber perfekt. So eine Farbe, ob man da wirklich durchschippern kann. So. Was brauchen wir jetzt? Jetzt brauchen wir wieder Spieler. Wir brauchen Spielereinheiten. Wir brauchen Spieler 2. Den Hafen. Oh Gott, doch, ist gleich das erste. Ne, passt nicht hier hin. Doch, es muss seitlich dran. So. Sonst würde ich sagen, 2 Hafen. Dann muss ich jetzt auf Spieler 1. Die Reliquien hinstellen und dadurch noch mal alles irgendwie hochzumachen und die Ressourcen hin. Das ist halt echt abartig, wie viel ich hier klicken müsste, weil theoretisch. Ah, ich hätte eigentlich noch bei irgendeinem Thema, ach so, Hintergrundmusik aus YouTubes freier Musik-Dings kompensiert und zu ballern. Weiß ich noch nicht. Landwasser, ach, ich hätte das auch so switchen können. Ach, Herbst oder Kiefer. Kiefer ist da auch gut. Ein gigantisch. Ich muss ja noch Holz irgendwie hier ranballern. Wie machen wir das denn jetzt mit Wald? Geht das? Ah, interessant. Die kann man da einbauen lassen. Ist ja lustig. Ja, wir brauchen ziemlich viel Holz. So, das ist das. Palmen-Dingens. Ja, machen wir ein bisschen hübschi. Bisschen hübschi, grüni, grün, grüni, grün, grüni, grün. Natürlich auch ein bisschen Platz zum Bauen. Es gibt auch noch sowas wie Regenwald. Okay. Ah, hier ein bisschen Regenwald hin. Wald tot. Ja, ein bisschen mit Schnee. Ja, okay, man kann sie natürlich auch durchholsten. Rot. Irgend sowas, okay. Verschiedene Holzebenen, dann weiß ich immer, oh, so viel hat er schon abgeholzt. Würde ich eigentlich den Turbo-Modus aktivieren? Naja, die Bauern bauen mehr ab, aber der Rest auch mehr abbaut, weiß ich nicht. Regenwald. Wie sieht der so aus? Ja, fast identisch. Den hat man vielleicht schon gehabt. Hui, was haben wir noch? Mangroven? Ach, die Mangroven! Hier ist es ja gerade Seven vs. Wild Staffel 3 Time. Das ist ja cool, aber... Achso, dann kann man da drauf laufen, stimmt.
Dann haben wir hier Wasser, worauf man laufen kann und noch Schiffe hinstellen könnte. Was ist denn das? Mediterran. Aha. Naja, auch nicht. Mediterran. Dschungel. Den hatten wir schon. Was ist denn Drachenbaum? Aha. Alter, was die hier alles noch dazugefügt haben. Ich mache jetzt mal zu. Drachenbaum. Busch. Nee. Busch. Aber nicht Buche. Ist das ein Schreibfehler? Ich weiß es nicht. Da machen wir hier mal ein bisschen mehr hin. Ein bisschen ausmalen, wie so in der Grundschule. Wow. So geht es natürlich auch sehr schnell. Birke. Wow. Alter, ist das hübsch. Stimmt, das. Ja, Birkenrinde zum. Ja, wie gesagt, immer noch Seven Wars Wild. Bin ich gerade im Kopf. Das sieht ja schön aus. Bombay. Ja, genau. Und das Lustige ist, die können da richtig durchlaufen. Aber ich weiß halt nicht, ob dieser Wald hier die gleichen Ressourcenstärke hat wie ein anderer. Hier kann man mich durchlaufen. Bambus. Hat man doch schon fast vorhin gehabt. Bambus. Ich und mein Bambus. Cold Mirror Anspielung. Auch erledigt. Da müsste ich eigentlich auch mal wieder auf den Kanal gucken, was die so Witziges mal wieder gemacht hat. Das ist jetzt Akazi. Krass. Na 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 na. Was haben wir denn noch nicht? Regenwald? Rot? Dingensbummens. Ne, den hatten wir schon gehabt. Rot. Ne, röhrig. Seitliches Gewässer. Aha. Testen wir mal aus. Dann mach aber Wald tot hier in die Mitte. Verschiedene Kiefern. Ja, okay. Interessant, interessant. Haben wir schon Palmen? Irgend sowas? Ja. Das hatten wir schon gehabt. Und zumindest immer näher. Apropos immer näher. Ich würde den auch ein bisschen mit Wald zubauen. Was haben wir denn noch für einen Wald? Wüstenpalme. Die war ein bisschen kleiner. Der kriegt jetzt hier erstmal einmal außenrum Wüstenpalme. Genau. Ich würde aber auch hier ein bisschen Wüstenpalme hinmachen. Sieht schicker aus. So. Nee. Was bist du jetzt hier? Nee, nicht löschen. Platzieren. Oh, noch mehr Schnee. Was ich für lustige Lines mache. So, dann machen wir ungefähr hier. Hier. Stimmt, ich habe ja noch gar keine Steine oder sowas. Ja, muss man dann mal gucken. Ich will nicht so viel bauen hier. Mal schauen, was man hier so bauen könnte, rein theoretisch. Ich könnte hier noch einen Dorfbewohner hinstellen, dass er vielleicht irgendwann mal was macht. Rein theoretisch. Ich glaube, hier setze ich noch ein paar Sachen rein. Wir können auch hier nochmal einen anderen Wald machen, aber wo Wald? Jetzt können wir mal hier gucken, dass man den Scheiß hier zumacht. Vorher gehe ich aber nochmal auf Speichern. La 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 la. La 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 la. Oh, jetzt ist halt die Frage, wie viel haben wir denn hier noch? Mach zu. So, das sollte ausreichen. Wir brauchen aber auch, ja, Gold kriegen wir dadurch, das stimmt schon. Einheiten. Sonstiges. Steinbruch. Das ist natürlich da ist es, ich dachte schon gerade, ein bisschen tiefer. Ja, man kann halt nicht ziehen und drücken, das muss halt alles fest sein. Und da ein bisschen Steinbruch hin, hier sollen natürlich auch Steinbrüche hin. Weißt du noch, die Vettoria, da kommt ja auch noch Zeug. Da muss ich mich jetzt nicht eigentlich abmühen. Oder geht es hier um die Ästhetik? Ich weiß es nicht. So, dann G für Gold. Machen wir hier auch noch ein bisschen Gold rein, die Ästhetik, wie gesagt.
Was geht denn überhaupt noch? Das ist eine gute Frage. Könntest noch mehr Reliquien rein theoretisch machen. Okay, wie wird denn so eine Reliquien eigentlich kommen? Dann muss man sich halt erarbeiten, Leute. Ja, es ist halt... machen wir noch ein bisschen die Löcher zu. Dann jetzt handelt es mich jetzt, dass ich das Game hier noch leichter cheate, so ungefähr. Es ist halt die Frage, wie der sich hier verhält. Man kann natürlich auch auf Reliquien-Sieg gehen. Ja. Hier fehlt dann noch eigentlich ein Tor. Spieler 1. Tor. T. Nee. Einheiten. Nee, Gebäude. Da. Fast. Da ist es. So, dann ist das hier in der Linie. Geh wieder auf Einheiten. Gut, er hat nichts ausgewählt, genau. Ja, sieht doch ganz schick aus. Ich bin eigentlich so gut wie durch. Ist halt die Frage, will man noch mehr Reliquien oder nicht? Das weiß ich gerade nicht. Und das ist ja auch fertig. Ja, natürlich bin ich fertig. Ja. Gehen wir erstmal auf Speichern. Man könnte natürlich jetzt hier direkt auf Testen gehen. Ich habe jetzt hier noch keine Regeln reingesetzt. Das kann natürlich gleich sein, bup, ich habe gewonnen. Ja. Alter, der ruckelt. Ja. Und jetzt hier kriege ich schon gut Ressourcen rein, wegen meinen Dingern hier. Ich bin auf 100. Da bin ich halt noch am Überlegen. Wie viel soll ich machen? Soll ich mir auf... Ja, eigentlich ist Gold wichtig. Ich kann sie natürlich auch abreißen, aber ich könnte sie nicht mehr aufbauen. Weil ich muss ja noch gucken, welche Fraktion mache ich denn bitte? Das steht ja auch noch nicht so ganz fest. Es muss ja eine sein, die quasi mit diesen Goldsachen entweder auf Reliquien oder auf andere Sachen geht. So, jetzt gehen wir hier mal raus und dann sind wir auch schon fast am Ende. Wir gehen auf Einzelspiel, auf Gefecht. Und da muss man genau gucken, man muss nämlich hier auf Nutzerszenario klicken. Aha. Warte mal. Geh mal, ist die Karte komplett sichtbar? Nicht, dass er mir das jetzt bei Speichern falsch gespeichert hat. Karte anzeigen, alles sichtbar. Spiel starten. Ach ja, warum sind da jetzt zwei Maps drin? Nee, das stimmt. Das stimmt tatsächlich. Aber der ist hier schon richtig gut eingebrochen. Mit den FPS. Es scheint zu gehen. Dann gehen wir wieder raus. Zurück zum Hauptmenü. Sorry, Gefecht. Also, wir haben jetzt die Karte drin. Oh, ja, nee, dann brauche ich jetzt nicht den anderen Inhalt. Das ist der Spielmodus. Nutzerszenario, da kann ich nichts ändern, genau. Bäh. Wie schwer soll die KI sein? Ich weiß nicht, wie die sich verhält. Ob die, warte mal, welche KI war es? Ich glaube, die normale in extrem schwer oder schwer macht sich irgendwann auch feindlich. Das darf halt nicht passieren. Rohstoffe gering. Bevölkerung 500. Spielgeschwindigkeit. Ich mach mal schnell. Karte, alles sichtbar. Standard, Standard, Vertragsdauer. Geschwindigkeit fest. Ich kann hier nichts sonst machen. Wir sind aber beide in Team 1. Wir sind ja verbündet. Als Farbe. Ja, man kann mal grün. Nee, ich muss eigentlich gelb nehmen. Und du müsstest... Oh, so ein helles Blau hätte auch was. Genau. Die einzige... Irgendwas wollte ich noch einstellen. Ah, das Volk. Also gehen wir nochmal auf die Spanier. Handel erzeugt 25% mehr Gold. Und darauf gehe ich. Also ich will die Spanier nehmen. Das macht am meisten Sinn. Bonus für jede weitere... Oh, gut. Bestätigen. Nehmen wir mal die guten alten Spanier. Ja. So, man kann jetzt eigentlich nur erstmal ein, man startet dieses Spiel. Böp. Jetzt wissen wir, warte mal, ich muss nochmal rausgehen, scheiße. Ich bin zu schnell. Hä? Och nö, der ist ja echt dumm. Nee, hier stimmt irgendwas nicht. Das ist ja mal gerade komplett falsch. Der hat tatsächlich die Karte falsch gespeichert. Ich dachte es mir nämlich schon. Quasi. Nehmen wir mal Default. Hä? Ich gehe einfach mal auf Spiel starten.
Ach, Technik. Da ist es richtig. Das ist ja strange. Dann geh mal bitte zurück zum Hauptmenü, dann geh wieder auf Einzelspieler, Editor. Wieder laden. Dann die bitte speichern. Unter das Speichern. Ja, bitte. Dann zurück zum Hauptmenü. Ja, ich sehe das halt jetzt alles. Dann macht ihr bestimmt eventuell auch nicht die gleichen Fehler. Jetzt wird Default-Szenario löschen. Ja, bitte. Was auch interessant ist, man hat ja bei Steam eine Cloud, wo man quasi ja, Safe Games und alles mögliche drin ist. Wenn ich jetzt hier auf Laden gehe, ja genau, hier Cloud-Kapazität 22,6. Das ist ein Spiel, was mir das anzeigt, wo ich hier mit Autosaves bin. Das ist auch höchst interessant. So, jetzt gehen wir wieder hier drauf. Müssen natürlich, haha, das ist Standard. Nutzerszenario, das hier. KI auf Mittel, Rohstoffe, Standard, machen wir gering. Immer noch auf 500. Dann auf Spielgeschwindigkeit schnell. Alles sichtbar, Standard, Standard, Vertragsdauer keine. Team 1, Team 1, ich bin gelb. Er hat dieses süße Dittete, ich bin Spanier. Da bestätigen. Teams fest. Wenn Sie Sanktionen für den Teilnehmer. Ah, perfekt. Gemeinsam, nein. Handicap, nein. Spielaufzeichnung, nein. Turbo-Modus. Beim Aussehen werden Einheiten im Gebäude schneller erschaffen. Dürfen wir sammeln schneller. Und, ja, gut, dann machen wir es mal. Nein, keine Cheats. Gut. Ich würde. Also, was soll er denn sein? Lass mal zufällig. So, jetzt haben wir wieder alle Einstellungen gemacht. Tutti Frutti, ja. Spiel starten. Jetzt gehen wir erstmal auf Speichern und wir machen erstmal gar nichts. Um heraus. Oh, was macht der denn hier? Was macht der denn hier? Ich check rein gar nichts. Was soll denn der Kackmist? Was ist das denn hier für ein Bug? Ja, ihr seid live dabei. Okay, dann ist es hier wohl irgendwo bei Gewinnsache. Machen wir mal Reliquien. Nee, Benutzer definiert Reliquien. Menge. Alle. Sekundärer Spielmodus. Klicken Sie hier um verschiedene Spielmodi. Hm? Nee. Oder merkt er sich das dann auch? So. So, so, dann merkt er sich das auch. Packen König, naja, das nicht. Zeitlimit, was soll das denn? Punktzahl. Ach, das ist ein fester Wert. Ah, wer das zuerst erreicht. Eroberung, Standard. Optionen. Nein. Meldungen? Nein. Videos? Nein. Schalter? Das checke ich auch noch nicht, was man hier machen könnte. Szenario-Schalter. Bedingung nach Effekt. Neue Bedingung. Hallo? Neuer Effekt. Hallo? Neu. Aha. Schalter. Schalter. Tragen Sie hier Schalter für eine Beschreibung ein. Hä? Test. Schalterschleife? Also, ich will hier mir jetzt nichts kaputt machen. Löschen. Diplomatie? Ah, das muss ich noch machen. Spieler 1. Verbünde zu 2. Teams fest. Spieler wählen Teams. Gehen Sie um in ein oder mehr Spieler. Achso. Startposition. Nein. So. Maximale Anzahl der Teams 2. Spieler 2 auch verbündet. Das und das. Das ist noch wichtig gewesen. Gelände, speichern. Menü, speichern. Wenn ich jetzt auf Speichern unterklicke. Ja, bitte. Ich mache für die Sicherheit nochmal ein Speichern unter. Machen nochmal ein 1V 1.0 Test speichern. Invalide, oh, verdammt.
Wegen der Leerzeichen? Nee, V1 wegen dem Punkt. Speichern, genau. Ja, wenn ich jetzt auf Testen gehe, sollte ja eigentlich kein Problem darstellen. Technik, die begeistert. Ja, aber man muss immerhin sagen, Command & Conquer, es gibt zwar noch keine Remaster oder Definitive Editions von den dritten und zweiten Teilen, soll es langsam mal geben, denn da ist Editor meistens nicht dabei. Ich hatte mal die 10-Jahres-Edition von Command & Conquer. Das hat mich abgefuckt, dass da die Karteneditoren nicht dabei waren. Da war vom ersten Command & Conquer bis, ich glaube, Generals war das letzte, oder? Oder ging es? Nee, es ging noch weiter. Tiberium Sun und Alarmstufe 3 waren auch noch dabei. Also auch Tiberium Wars 3, oder wie es heißt. War alles dabei. Nutzer-Szenario. So, was. Ja, genau, jetzt ist aus irgendeinem Grund wieder Default hier drin. Und ich check nicht warum. Ich nehme mal den da, wegen dem Zeitding. Weil ich rausgegangen bin und nicht gespeichert habe. Macht auch wenig Sinn. Ja, bitte die da nehmen. Was soll da. Ach so, da kann man die nochmal extra auswählen. Okay. Das haben wir. Rohstoffe, gering. Jetzt müssen wir den ganzen Kladderadatsch hier nochmal auswählen. Schnell. Ja, Karte. Alles sichtbar. Das ist klar, das ist klar. Keine feste Teams, Geschwindigkeit, Turbo-Modus. Nix, 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 nix. Jetzt müssen wir hier wieder die Bling-Bling-Farbe und die Farbe machen. Ich bin immer noch Spanier. Er ist unbekannt. Team 1, Team 1. Spiel starten. Wir haben jetzt die Solo-V1-Karte genommen. Ist die richtig? Nein. Was ist das denn hier für ein scheiß Bug? Wenn es jetzt gar nicht geht, oha. Kann ich eine Testsache testen? Der merkt sich das hier auch nicht. Wenn ich hier gar nichts ändere. Außer die Farbe. Und hier auf 500 gehe. KI mittel, gering. Das Szenario lassen wir mal so drin. Schnell, normal, Standard, 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 Turbo-Modus. Spiel starten. Dass er quasi, dass jetzt meine Einstellung nicht seine überschreiben oder sowas. Nee, macht immer noch nicht. Oh, was soll denn der Kackmist? So kann ich denn mein Szenario nicht nutzen, so wie ich es gerne hätte. Jetzt auf Default gehe. Bin ich wieder drin. So, wenn ich jetzt auf Testen klicke. Dann ist er ja mit meinen Spieleinstellungen quasi drin. Halt nicht mit sichtbar und etc. Kann ich das hier Spiel speichern? Das würde so rumgehen. Das ist interessant. Also falls ich es nicht so laden kann, wie ich es gerne hätte, dann kann ich es so zumindest machen. Laufendes Spiel beenden. Dann kriege ich aber am Ende keinerlei Statistiken. Ja, ich kriege keine Statistiken, weil ich dann wieder hier reinkomme. Aber wenn ich jetzt quasi, gehe nochmal auf Testen. Wir versuchen das jetzt einfach mal. Wir wollen jetzt mal gucken, ob es einen anderen Weg gibt. Jetzt macht er ja hier so ein Bibbel. So, er hat ein bisschen Rohstoffe gemacht. Das reicht ja schon. Spiel speichern. Mach mal Gold Digging Test Save. Speichern, Spiel speichern. So, jetzt gehen wir raus. Jetzt müssen wir erst in den Map-Editor kommen. Gespeichert ist ja der ganze Kladderadatsch. Zurück zum Hauptmenü. Jetzt gehen wir auf Einzelspieler, laden. Die hier, die wir gerade gemacht haben. Der schreibt das immer groß, okay. Rödel-di-dödel. Hängt kurz. Genau, so. Jetzt gehen wir quasi hier alle auf das Spiel beenden. Und ich will nicht, genau, ich wollte nicht in den Karteneditor, ich wollte hier auf die Statistiken. Gut, das würde schon mal gehen. Nur die Farben gefallen mir jetzt nicht. Da könnte man jetzt wieder reingehen und das noch abändern. Das mache ich jetzt mal. Ich will nur mal wissen, ob das überhaupt geht. Geh nochmal in die da rein. Das ist ja die Karte jetzt. Das mit dem Default lassen wir einfach mal da. Vielleicht ist so ein Standard-Sicherheitssafe von dem Spiel selbst. Kann man hier bei Spielern die Farbe sagen? Ah, Spieler 1 soll bitte gelb sein. Genau. Und Spieler 2 soll bitte dieses Türkis sein. Gut. Und hier kann man auch noch die Bevölkerungsobergrenze reinmachen, wenn ich nämlich es wirklich nicht hinkriegen sollte.
das Spiel irgendwie richtig zu starten. So, jetzt gehen wir wieder auf Speichern unter. Wir gehen jetzt aber auf V1 irgend sowas. Plüppel, plüppel. Jetzt gehen wir wieder raus. Ja. Jetzt gehen wir wieder auf unser Gefecht. So, jetzt müssen wir hier erstmal gucken, die Karte auswählen. Version 1.0, danke. So, da hat er das jetzt schon übernommen. Er hat die Teams nicht übernommen. Er hat die beides zufällig. Ich mache jetzt hier wieder die Spanier rein. Bestätigen. Das ist alles nicht richtig. Das ist alles auch nicht richtig. Was mache ich denn jetzt? Wie will ich denn jetzt einstellen? Fangen wir nochmal von vorne an. 500, schnell. Normal, nee, alles sichtbar. Turbo-Modus. Team 1, Team 1. Wenn ich jetzt kein Team mache, was speichert er sich dann? Spiel starten. Ach, das kann ja auch mal einfach sein. Oh. Nein. Jetzt fange ich auch schon an zu sabbern. Was steht da? Warning. A running process may be interfering with the correct operation of Age of Empires 2.de. This may be caused by a antivirus software, malware, game overlays or active processor on your PC, please. Blablabla, support for more. Hä? Wie passt denn das jetzt bitte zusammen? Ein Renderprozess, der irgendwie das Spiel infiziert hat. This may be caused by antivirus software with, warte mal, rhyme, maybe interfering. Interfering ist nicht infiziert. Dass irgendetwas. Okay, wenn ich jetzt auf OK klicke. Ich bin komplett offline hier. Achso, ist auch Serverwartung. Okay, er nimmt ja jetzt auch meinen Desktop auf. Das habe ich ja so eingestellt. Ich gehe lieber mal auf Sichern. Was war das denn jetzt hier für eine Fehlermeldung? Durch ein Szenario. Gehen wir nochmal auf Starten. Was soll das denn? Er lädt noch. Es kann dauern. Ich trinke noch einen Schluck. Aber wenn ich jetzt eine Map mache, für eine LAN-Party oder für Kumpels, dann darf das ja nicht passieren. Wir machen nochmal ein, zwei Versuche. Gefecht. So, ich hatte jetzt Einstellungen gehabt. Ich mache jetzt mal gar keine Einstellungen, außer mein Volk. Turbo-Modus. Achso, du wolltest gar keine Einstellung machen. Wir machen mal nur den Turbo-Modus, das lassen wir alles auf Standard. Okay. Jetzt scheint's. Uah, das ruckelt sich aber hier echt ein. Okay. Ich gehe lieber erstmal raus. Verdammt. Ich muss erstmal so. Also ich darf es scheinbar nicht überschreiben, die Einstellungen im Spiel. Dann geh nochmal zurück. Ich will nochmal in den Editor reingehen. Version bla 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 laden. Oh, mal das Headset runternehmen vom Kopf. Kann ich hier sagen, Spieler 1. Ah, okay. Volk. Spieler 1, Volk. Spanier. Dann ist das schon mal drin. Volk, fest. Spielertyp. Nee. Was soll das denn? Ah. Architektur, wählen Sie eine Zivilisation wie eine andere aussehen lassen. Das ist ja lustig. Das ist ja stylisch. Ich könnte jetzt die Polen nehmen. Nee, ich lasse mal die Spanier. Okay, wenn ich jetzt auf Spieler 2 gehe. Du bleibst bei zufällig türkis. Okay. Okay, ja.
Kann man hier noch irgendeine andere Diplomatie-Videomeldung Option? Dass die Karte komplett sichtbar ist, macht er nicht. Geh nochmal jetzt auf Speichern unter. Auf V11. Speichern, ja bitte. Dann bitte rausgehen. Einzelspieler Gefecht. So. Erstmal müssen wir hier mal irgendwas anderes klicken. Ja, bitte. Das ist auch so blöd. Jetzt das Nutzerszenario. V11 bitte verwenden. So, jetzt ist das alles drin. Jetzt machen wir noch den Turbo-Modus rein. Ne, die Rohstoffe sind dann eher auf 0, wenn ich auf Standard lasse. Die Bevölkerung müsste er sich ja rein theoretisch ziehen. Die Karte machen wir mal auf alles sichtbar und die Spielgeschwindigkeit auf schnell. Ich glaube, dadurch ruckelt es auch. Team lassen wir so, Spanier ist festgelegt. Spiel starten. So. Jetzt gehen wir mal auf Speichern. Spiel speichern. Golding, der Test Save. Ja, lassen wir mal so. Spiel speichern, überspeichern, ja bitte. So. Gut. Dann bin ich ja mit dir gleich am Ende. Je nach Länge des LPs mache ich vielleicht noch eine zweite. Auf jeden Fall mache ich noch eins, wie das hier dann ja so läuft. Aber das ist schon interessant, wie ich es hingekriegt habe, dass sich das Game wirklich selbst killt und denkt, dass ein Antivirus-Programm irgendwie da ins Spiel eingreift. Obwohl eigentlich das Spiel selbst in sich eingreift. Höchst interessant. Macht das Sinn, mein Video hier irgendwie an Microsoft zu schicken oder Microsoft Games? Hier, guck da mal rein. Minute, ich habe da einen Bug festgestellt. Das wäre schon lustig. Das wäre schon echt lustig. Ja. Oh nee, der ist so dumm, das Ding aufzubauen. Ernsthaft? Dann würde er ja die ganze Zeit hier nur rumlaufen. Okay, so viel Gold gibt es hier. Okay. Ja, es ruckelt halt echt. So, ja, jetzt ist noch die Frage, soll der jetzt wirklich hier weiter rumlaufen? Naja, das mache ich eigentlich nicht. Der soll hier schon ein Dorfzentrum haben. Dann müssen wir das nochmal abändern. Laufendes Spiel beenden. Ja, bitte. Zurück zum Hauptmenü. Taki. Das hier. Laden. Dann müssen wir nach da oben in die Ecke. Dann auf Einheiten, auf Gebäude, auf D für Dorfzentrum. Dorfzentrum. Mach das mal ungefähr mittig hin. Ne, warte mal, gehen wir auf Löschen. Da können wir das löschen und das löschen. Dann wieder darauf platzieren. Ich bin nur leider auf dem falschen Spieler. Ich muss Spieler 2 nehmen. Ein Feld hat 3x3. So dahin. Hätten wir das, dann geh wieder auf Gebäude oder auf Landkarte. Scroll raus, geh auf Speichern unter. Die Version, Taki. Dann geh wieder auf Menü, da. Muss man ja alles hier erstmal herausfinden. Dann wieder hier auf Taki. Die Version. Ich darf nichts ändern, außer hier wieder. Lass mal Standard. Das darf ich auf Standard lassen. Schnell. Die Karte auf alles. Das wird ja, wenn dann, vom Spiel übernommen. Das darf ich nicht überschreiben hiermit. Das lassen wir auf Standard, das lassen wir auf Standard. Weil da bleibe ich ja dann auf 0, weil er übernimmt dann quasi die Einstellung von der Karte, wenn ich hier auf Standard bleibe. Die Zeiten sind klar. Hier noch den Turbo-Modus reinballern. So, Spiel starten. Lit Tower sind so, okay. Dann gehen wir jetzt erstmal kurz warten, dass er ein paar Ressourcen macht. Interessant, die Victoria bringt am meisten Nahrung. Man müsste sich dieses Gebäude mal googeln, was das damals wirklich gemacht hat. So, dann machen wir das, aber ohne das Test da drin. Lass so. Spiel speichern. So, jetzt würde ich das erstmal ein bisschen laufen lassen, um herauszufinden, dass er nicht auf einmal sagt, ich gehe jetzt auf Gewinnen. Oh, er hat kein Gold. Wir lassen das jetzt mal laufen. Oder ich zumindest.
Und dann, wenn er kein Gold hat, er soll halt ein bisschen was machen. Er soll halt wirklich ein bisschen in die Zeit gehen, sich hier einklabüstern, so wie in meinem anderen Version von Age of Empires. Okay, er macht Dorfbewohner, aber er tut nichts. Er ist auf Standard. Doch, er geht ja Holz hacken. Er kann nichts tun, weil er keine Ressourcen hat. Das ist das Problem. Und er kann jetzt nur Holz abbauen. Ja. Ach komm. Machen wir das LP noch länger hier. Editor. Da. Wie oft wir jetzt schon diese Ladebildschirme hier gesehen haben. Meine Güte. Einheiten. Gaia. Sonstiges. G für Gold. Er braucht aber auch Nahrung. Stimmt, sonst Gold. Aber wie konnte er denn gerade Dorfbewohner erstellen? Das ist eine gute Frage. Wie konnte er bitte schön Dorfbewohner erstellen, wenn niemand Ressourcen hat? Dann bitte schön Steine. Da ist es. Steinbruch. Damit er wenigstens ein bisschen Burg oder so bauen kann. Aber bitte kein Weltwunder. Nee, das macht er nicht. Dafür ist er zu dumm. Mit seiner Einstellung. Dann brauche ich noch irgendwie Nahrung. Boah, was macht man denn jetzt hier? Mit auf Einheiten bei Gaia geht. Müsste es ja einen theoretisch W für Wildschweine geben. Wilder Eber tatsächlich. 700! Das ist ja cool. Das hätte ich aber auch gern. Der hat aber viel Leben mit 350. Was gibt's denn noch? Irgendwie Sträucher. S. Schmetterling, Steinbruch. Strauß. Nee, Sträucher. Ist das ein Gebäude? Ist keine Einheit. Sonstige vielleicht. Ja, Baum. Schiffswrack. Steinbruch. Vielleicht ist es unter Bärenstrauch drin. Ressourcen sind ja eigentlich eh immer hier. Warte mal. Blumenteppich. Och, wie schön. Das ist ja niedlich. Kann man diesen Blumenteppich eigentlich auch hier hin machen? Oh, das ist ja schön hier. Guckt euch das doch mal an hier. Blumenteppich. Ist auch aufs Wasser. Oh, das ist ja schick. Das geht sogar über die Karte drüber. Lol. Ja. Ich suche eigentlich. Die haben hier die Burg. Ach, Berg. Was? Berg. Ich wollte Burg lesen. Baumstumpf. Bärenstrauch. Mann, bin ich blind. So, dann bist du bestimmt gleich zufrieden, Junge. So, gut, dann lassen wir das so. Geh hier erstmal wieder auf Land oder Gebäude, Landkarte rauszoomen. Dann speichern unter. Das Ding. Menü. Ringerpizin anfassen. Gefecht. Wieder die richtige Karte auswählen. Die da. So, warte mal, jetzt muss ich wieder gucken. Spielgeschwindigkeit schnell, Karte auf alles sichtbar. Das, den Turbo-Modus. Ja. Das Spiel starten. Malayen. Malayen. Okay, er hat zumindest die richtige Karte geholt. Jetzt tut er zumindest schon mal Dinge. Jetzt können wir erstmal wieder speichern. Wieder auf Data. Wieder auf Data. Und dann haben wir es ja schon mal. Endlich. Oh, meine Güte. Oh, ich krieg Hunger. Aber ich habe noch keinen Dungeons durch den Energy bekommen. Ja, ja. Das Kerzchen leuchtet noch. Ich muss gleich mal wirklich einen schönen Screenshot machen. Auf Instagram teilen. Und dann darunter das Video verlinken. Okay, dann kann ich ja das Bild noch gar nicht online stellen. Ja. Gut. Dann wird es halt hier irgendwann ein Update oder eine zweite Folge hiervon geben, wie es dann hier richtig losgeht mit Golddigging. Ja. Dann ich nochmal sagen, einmal fett speichern. Nee, muss ich ja gar nicht. Wozu? Ja, doch schon, komm, ey. Die 3 Sekunden im Leben, die müssen gesichert werden, dass wir die nicht nochmal nutzen müssen. Okay, ich brauche ein schönes Endbild. Das sieht mir schön aus. Ach, die Burg. Oder ich brauche ja sowieso noch ein Thumbnail. Finde ich ja die Burg und die Vetoria hier eigentlich ganz schick. Ducker, ducker. So, du. Ja.
Ja, man hätte auch den Karteneditor nehmen können, aber egal. Ich danke schön fürs Zuschauen, vielleicht auch hören beim Bügeln. Wie gesagt, erwähnte Videos sind in der Infobox verlinkt. Da sind noch viele interessante Sachen drin. Auf meinem YouTube-Kanal gibt es auch viele verschiedene Sachen. Ich bin jetzt schon bei über 400 Videos. Halleluja, die Waldfee, kann man laut sagen. Jo, tüdelü.